Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von COD Black Ops 6. Und hier sind wir bei unserer Base, die wir in der letzten Folge gefunden haben. Und dann reden wir mal kurz mit unseren Kameraden. Was gibt's Neues, Mann? Was kannst du mir noch über die Person sagen, die ich treffen werde? Nur was in Atlas Akten steht. Attentäterin, um die 30. Kommt aus einem von Avalons Syndikaten, der Gilde. Wurde wohl von der Gilde aufgezogen und dann verbannt. Oder sie ging. Keine Ahnung, Adler war interessiert, also bin ich es auch. Was mit der Person in München, die du treffen wirst? Felix Neumann ist Ex-Stasi-Ingenieur und Verstrecker. Er knackte den militärischen Teil von ARPANET vor ein paar Jahren. Ich hoffe, dass er noch mehr drauf hat. Naja, die DDR und Dingens, wie hieß die andere nochmal? IDR? Ach, keine Ahnung, ich bin auch schon uralt. Die gibt's ja gar nicht mehr. Wood scheint ein bisschen sauer zu sein. Der Mann liebt und hasst es, Befehle zu erhalten. Hast du noch etwas über das Pentium herausgefunden? Bis jetzt haben wir nur Adlers Hausaufgaben. Vielleicht hat er den Verstand verloren. Wie dem auch sei, diese Paramilitärs in Kuwait, denen war nicht zum Spaßen zumute. Gut bewaffnet, koordiniert und motiviert. Also laut Adler will die CIA uns nicht mehr und verrät uns. Und deswegen spielt er jetzt halt alleine gerade. Aber er wird uns zu einer Fährte locken, um mit uns das Pantheon auszuschalten. Gut. Rest verstanden. Können wir jetzt erstmal ignorieren. Wir sehen uns hier am Donnerstag. Am Donnerstag, okay, dann halt erst am Donnerstag. Für uns geht es halt am Samstag, Sonntag und so weiter. So. In Ordnung. Was für Ersparnisse hast du? Oh, ich bin leider arm. Guter Junge. Carpe fucking diem. Wenn wir das wirklich tun wollen, müssen wir finanziell kreativ sein. Und was schlägt dir so vor? Für Adler mag das ausgereicht haben. Aber für ein Team? Generalüberholung? Waffenkammer, Trainingsplatz, Ausrüstungsbank. Und was wir sonst noch alles gebrauchen könnten. Billig wird es sicher nicht werden. Und wie viel haben wir denn? Marshall hat in einem Zimmer oben ein paar Tausender gefunden. Ansonsten haben wir leider nichts. Und Hände weg von unseren Bankkonten. Die werden überwacht. Such auf Missionen nach Geld, das herumliegt. Du wirst es wie Robin Hood machen. Von den Reichen stehlen und den Armen geben. So bin ich. Und wie habt ihr beide diesen Ort überhaupt gefunden? Wir sind einer alten KGB-Spur gefolgt und eine einzige Aufnahme führte uns her. Schien verlassen. Als wir unseren Maulwurf beim KGB danach fragten, wusste er nichts. Belikow dachte, es ist vielleicht eine Art Splittergruppe, ohne Segen des Zentralkomitees. Was es auch war. Es war wohl kein Roter mehr hier seit 1968. Belikow, können wir sicher sein, dass Adler alleine hier war? Ja, glaube nicht, dass er andere involvieren wollte. Hat wohl an der Vertrauensliste gearbeitet. Soviel ich weiß, hat er niemanden kontaktiert. Deshalb hat Adler wohl mit Dumas geredet. An Langley vorbei. Das werden wir auch tun. Im Moment. Am Brett hinter mir verfolgen wir unsere Ausgaben. Sieh es dir an. Okay. Anschaffungen. Sämtliche während der Missionen erworbenes Geld kann für den Ausbau von 3 neuen Stationen im Unterschlupf verwenden werden. Jede von ihnen ermöglicht den Erwerb von Operator-Extras, die dich noch tödlicher machen. Sag mir, wo du das Geld ausgeben willst und ich mache es klar. Ah, okay. Wir können jetzt hier eine von den 3 erstmal uns holen. Ich würde sagen, wir machen uns bereit für ein Waffenwerkbank, denn Waffen sind immer die beste Wahl. Ah, jetzt wird das hier so aufgebaut. Also so ein bisschen Roleplay-like. Und wir können uns hier auch immer so ausrüsten und das erweitern wahrscheinlich. Finde ich geil gemacht. Okay, mehr Geld habe ich leider nicht mehr. Also jetzt gucken wir erstmal nochmal hier.
Operator Extras. In Missionen erworben. Okay, ich glaube, das ist selber, was da vorne steht. Ah, jetzt können wir einen von diesen Perks uns holen. Okay. Würde ich sagen, nehmen wir schnelle Hände, also Waffen schneller nachladen. Und die kann man dann halt auch nochmal ein bisschen verbessern. Das finde ich geil. Gut, dann werden wir in die nächste Mission reingehen. Die haben wir schon gemacht, also hier. Blutfede. Woods sagt, dass er Sevadi Dumas nicht vertraut, aber er traut niemanden. Es färbt möglicherweise auf mich ab. Tu in Avalon, was immer nötig ist, um sie für uns zu gewinnen. Okay. Belohnung? Oh, hier sieht man noch die Belohnung. Und noch Herausforderung. Was? Töte den Blutfeld. Okay, jemand mit einem Wurfmesser. Dann los geht's. Adler hat nicht viele Infos über Sevadi Dumas hinterlassen. Aber ich weiß ein bisschen über Avalon. Er ist ein Spielplatz für die Reichen und Verbrechersyndikate regieren die ganze Stadt. Jeder schaut, wen er von der Rutsche schubsen kann. Haben Sie ein Ziel? Heuern Sie jemanden wie Sevadi an. Früher gehörte sie zur Gilde, einer der mächtigsten Fraktionen in Avalon. Jetzt arbeitet sie freiberuflich. Adler heuerte Sevadi an, einer Pantheon-Spur nachzugehen. Und genau dabei hilfst du ihr heute. Wir wollen selbst sehen, wohin die Spur führt. Vielleicht bekommen wir so Verstärkung fürs Team. Kraul ihr den Rücken, aber pass auch auf deinen auf. Vertrauen muss verdient werden. Hallo, Case. Sieh unter dem Telefon nach. Sein Name ist Yannick, ein Broker der Gilde. Er ist heute Abend auf seiner Yacht, hat ein Telefonat mit dem Pantheon. Wir hören mit. Ist der Anruf erledigt? Erledigst du, Yannick? Das wird das eigentliche Ziel herauslocken. Aber eins nach dem anderen. Nah genug, um zu wissen, ob du es vermasselst. Vom Glockenturm der Kirche aus hat man einen guten Blick auf Yannicks Yacht. Er schmeißt eine Party, während seine Männer in der Kirche das Geld zählen. Mal sehen, was du drauf hast, Case. Auf zum Glockenturm. Mir ist egal wie. Leise, laut, komm einfach hin. Als ob. Hä? Okay, Neustart. Ich wollte versuchen, das so zu machen. Ach man, Game. Fast Case. Auf zum Glockenturm. Mir ist egal wie. Leise, laut, komm einfach hin. Zum Glück hat das niemand gehört. Okay, es ist. Du könntest schwimmen gehen, um die Wachen zu meiden. Jetzt halt mal kurz bitte die Fresse. Jetzt ist es so like Open Combat Mission. Aber bitte, bitte nicht so scheiße gemacht wie bei Modern Warfare 3. Aber ich vertraue mal Treyarch. So scheiße sind die auch nicht. Oh, Schloss knacken. Oh ja, wie bei dieser einen... Hoffentlich kannst du Schlösser knacken. Wie bei dieser einen DDR-Mission. Okay, es hat geklappt. Da läuft jemand? Sobald wir Yannicks Anruf mithören und eine Spur zu Pantheon für Adler haben, erkläre ich die Gilde zum Freibild. Die haben es verdient. Ich weiß das. Ich habe früher für sie gearbeitet. Das ist ja schön für dich. So, wir müssen Yannick ausschalten. Dafür erstmal auf diesen Glockenturm. Als ich noch bei der Gilde war, habe ich Yannicks Partys nie gemocht. Obwohl sie eine gute Übung waren, nicht aufzufallen. Jede Kleine, die Yannick mochte, hat eine lange Nacht vor sich. Tarnung. Ja, ja, das kenne ich auch schon. Das kennen wir alles aus diesen... Dieser Klubscheiß. Aus dieser DDR-Mission. Das Wasser wirklich laut zu hören. Yannick hat's drauf. Super Drogen, super Frauen.
mieseste Musik. Können wir uns hier lang schleichen vielleicht? Ja, alles supi. So, dich wegmachen. Gut, alles perfekt. So. Da ist ein Generator, da soll ich jetzt mal nichts machen. Können wir hier rauf. Ui, da ist jemand. Fenster sind offen. Du könntest in den ersten Stock klettern. Ist er tot? Boah. Zugang zum Glockenturm gibt es im ersten Stock hinter einer verschlossenen Tür. Sonst sicherisé. Okay, keiner hat was gehört. So, den nächsten ausgeschaltet. Kein Problem. Ach, ich bin noch hier mit meinem Profi. Liegt immer noch am Altar. Wann holt Yannick sie ab? Klingt, als wäre ein Geldstapel nahe des Altars. Pantheons Anzahlung an die Gilde. Diese Pantheon-Typen. Okay, c'était quoi? Ennemi sur ma position! Hä? Warum stirbt er nicht? Nee, das machen wir jetzt nochmal. Warum ist der denn gerade nicht gestorben? Hat er den Panzer besser? Pantheon-Lieferung liegt immer noch am Altar. Wann holt Yannick? Hier da! Hier Ennemi! So, jetzt. Gut. Ja. Also keine Ahnung, wie er das überlebt hat. Oh, Geld? Ja, Geld brauchen wir auf jeden Fall, um unser... Steck das zur Sicherheit ein. Genau, um unser Safehouse zu erweitern. Und wir haben den Schlüssel. Jetzt müssen wir nur noch wieder nach oben. Schaffen wir das? Nö. Dann halt die Treppe. Müssen wir das halt standardmäßig hier so machen. Passt auch. Gut. Bisher noch kein Problem, alles Paletti. Aber wie komme ich denn nach oben? Maybe hier hoch? Yannick erwartet jeden Moment einen Anruf von Pantheon. Denk daran, Case. Drück erst ab, nachdem wir sein Telefonat gehört haben. Wir müssen eine Verbindung zu Pantheon bestätigen. Kein Yannick Problem. Ist beim Schirm. Oberdeck links. Von Mädels umgeben. Von Mädels. Ich wäre auch gerne von Mädels umgeben werden, aber von schön. So. Ich habe die Anzahlung erhalten. Meine Männer zählen sie noch. Es ist alles da. Nicht vergessen, dies ist eine einmalige Sache. Ich will nichts mit der CIA zu tun haben oder deinem Pantheon-Ding. Du lieferst die Hardware heute Abend, verstanden? Das war aber anders vereinbart. Heute, Yannick. Fordere mich nicht heraus. Also stehen Pantheon und CIA irgendwie in Verbindung. Wir haben, was wir brauchen. Schieß. Oh, Yannick, das wird nicht schön für dich. Oh, mit Killcam. Wurz hatte recht. Du kannst gut schießen. Danke. Ey, ich muss mal ganz kurz was einstellen. Yannick war nur der erste Dominostein. Wir haben heute noch mehr zu erledigen. Begib dich zurück zum Münztelefon. Ich komme mit einem weißen Lieferwagen. Okay, das haben jetzt sehr viele gehört. Wachen im Anmarsch. Die Nachricht über Yannick macht die Runde. Ich hab's gemerkt. Bestimmt keine Sniper mit Schalldämpfer. Hm, alles gesichert. Da ist einer. Du m'échapperai pas! Là, vers moi! Tire de ce frein! Lass ihn nicht über den Kanal! Klappe halten! Oh, da kommen die. L'ennemi die Dealer. So eine Kartellbasis hier. Dafür wird dich die Gilde kalt machen! Die Gilde kann mich mal. Je recharge. Hey, je me repose. Kümmere dich um die Wachen und geh zum Van. Kein Problem. Hier. Ich muss halt das neue Movement ausnutzen. Oh, scheiße. Kurz nach hinten geht. Alter, ich hab kaum Leben. Ja, Digga, was soll ich denn da jetzt machen? Na, wieder die typische KI. Ich liebe sie. Okay, nicht wütend werden. Nur wegen der KI. Was labern die für einen Kanal? Also, ihr könnt gerne über meinen Kanal gehen. Kann ich nur jedem empfehlen. Dafür wird dich die... Dafür musst du nur ein Abo reinmachen und dann bist du im Kanal drinne. Die beste Werbung ever.
Warte, kurz noch. Kümmere dich um die Wachen und geh zum Van. Wir gehen hier rüber. Wo sind sie? Okay, und wir gehen wieder raus. Schnell hier rüber. Schnell hier lang. Ach, Digga, ich komme hier nicht lang. Na gut. John! Au, 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 au. Oh, Geist, Geist, shit, 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 shit. Schnell, Heidi, 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 Heidi. Massenschießerei hier. Wo sind wir? In Miami oder so? Ich weiß es nicht. Case, schnell. Wir wollen nicht, dass die Polizei den Van findet. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Quinten! Gavardelet! Okay, jetzt stellt sich die KI wieder blöd an. Oh, oh Gott. Die sind ja hier. Was habe ich erst jetzt gemacht? Außen weg! Oh, warte mal, hier kann man lang gehen. Du bist sicher, Case. Hast du auch alles gesichert? Los geht's, Case. Ja. Du bist Seth. Hey, mach leiser! Es geht darum, ob wir den Pantheon sehen wollen. Das ist Gabriel da vorne. Er ist cool. Wir werden den Tresorraum nutzen. Sie haben eine Krisensitzung im Château de la Haute Lune einberufen. Drei Gildenanführer werden da sein und die Wogen mit dem Pantheon glätten. Ich will mein Geld. Daher crashen wir diese Party. Château de la Haute Lune! Los geht's! Die Gilde wird das Restaurant abriegeln und sich dann im ersten Stock im Tresorraum treffen. Die Tür kann nur von innen entriegelt werden. Du wirst mir helfen, diese Tür zu öffnen. Wir haben noch etwas Zeit. Gerade genug Zeit zum Umziehen. Da sind wir. Passend für Gilden-Security. Ich würde gerne alle Gildenbastarde tot sehen. Pantheon ist das i-Tüpfelchen für mich. Hier ist mein Halt. Geh zum Vorbereich des Tresorraums im ersten Stock. Ein Alarm wird ertönen. Das ist okay. Die Gilde kennt dich nicht. Es ist am besten, du ergibst dich und spielst mit. Wenn du drin bist, warte auf mein Zeichen. Wir können uns jetzt hier ausrüsten. Oh, am besten gleich hier mal die Piste mitnehmen. Ja, schick. Falls es richtig abgeht, nehmen wir die SMG. Blendgranaten, auch immer empfehlenswert. So. Naja, hier können wir uns nochmal Informationen schnappen. Gede kommt oft hier zusammen, macht Geschäfte mit hochrangigen Klienten. Ist Pantheon hier? Fragezeichen. Vor der Tür viele Wachen. Lüftungszugang. Okay, Küchenzugang. Aha. Da wissen wir schon mal hier die Eingänge. Das ist nicht schlecht. Wen suchen wir denn? Yannick. Nee, Yannick suchen wir nicht. Jonas. Esaidi. Habe ich das richtig ausgesprochen? Big Boss. Ist wirklich groß, kaum. Kann man nicht übersehen. Gut. Vielleicht müssen wir den killen. Ja, ja, steht auch. Safe House. Festung der Gangsterbosse. Früher ist halt dieser Tresorraum, heute Club, wo holt hier der Gilde Zigarettenpfaffen. Okay. Interessant. Dann gehen wir raus und holen wir uns diese Kartellbosse. Die Gilde trifft sich gerade mit Pantheon. Geh rein und finde den Tresorraum. Kein Problem. Von allen Gildenarschlöchern beim Treffen ist Esaidi das Größte. Kriegen wir ihn nicht, kannst du mich für euren kleinen Club abhaken. Den kriegen wir schon. Der Wein war scheiße. Oh. Warum musste ich ein zweites Glas haben? Weil du jetzt stirbst. Okay, sind drinne. Wir trinken, wenn das Meeting oben vorbei ist. Ach komm schon, leb mal. Ihr trinkt hier gar nichts, hallo? Kein Alkohol. Oh, hi. Das hat, glaube ich, jemand gehört. Oh, nee, doch nicht. Dich mal weg. Ist da hinten einer?
Jo, als ob. Okay. Dann wieder nochmal zum letzten Kontrollpunkt. Wir machen es halt wie in Hitman. Wir trinken, wenn das Meeting oben vorbei ist. So. 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 Komm, dann machen wir auch nochmal ein Wurfmesser. Ach, ich habe kein Wurfmesser. Ach, jetzt. Oh Gott, jetzt sehe ich ja, wie viele hier sind. Okay, nein, wir gehen hoch. Case, begib dich zum Vorraum. Löse den Alarm aus. Ich bin bereit. Warte. Rien à signaler. Merci. Arrêtez-moi! Ennemi dans la zone! Werfe Molotov! Haltet ihn von. Alter, das ist doch bescheuert, echt. Wie viel halten die denn aus? Arm aus. Ich bin bereit. Müssen das auch immer solche Schränke sein? So, na endlich. C'est quoi ce bordel? Ey. Das hat hoffentlich keiner gehört. Oh Gott, sie kommen. Sie kommen. Schnee, hier rein. Waffe fallen lassen und Hände auf die Scheibe. Okay. Oh, es sei die. Sicher. Nicht bewegen, Case. Bleib ruhig. Spiel mit. Nicer Ex Machina im Moment. Warte auf mein Zeichen. Nicht eher. Der Zeitplan wurde vorgezogen. Ich will diese Lieferung heute Nacht. Ihr CIA-Typen seid doch alle gleich. Du auch. Sorgt für Ärger. Was ist los da drin? Wir haben Besuch. Ist genau in die Höhle des Löwen gekommen. Allein. Ohne Einladung. Arbeitet vielleicht für die Konkurrenz, ja? Oder Pantheon versucht uns auszuquetschen. Wir kamen zu dir, S.A.I.D. Wir kriegen die Wahrheit raus. So oder so. Zeig mir deinen Besuch. Mach schon. Sieh mal an. Du bist weit weg von zu Hause, Case. Diese Person ist extrem gefährlich und muss sofort getötet werden. Aminata. Los, los! Oh ja, Zeitlupe. Oder töte. Fuck, ich hab keine Munition mehr. Wer warten? Was willst du? Oh, hier, Schrotflinte mitnehmen. Auf zur Limousine, wir geben Deckung. Scheiße, wir müssen die hinterher rennen. Diese Bastarde erkennen mich nicht einmal. Keine Sorge. Dass es sie retten würde. Sie sind bewaffnet! Alle Mann aus dem Weg! Nein, ich bin nicht bewaffnet. Alle weg hier! Darf ich jetzt Zivilisten töten? Weil ich bin ja jetzt eigentlich ein Feind. Der CIA. Rufen wir die ganze Zeit Leute an. Segir und seine Leute werden es uns nicht leicht machen. SAID zahlt gutes Geld für menschliche Schutzschilde. Idioten, tu mir nichts! Oh, keine Ahnung, ob sie das machen, aber das wäre schon ein Wunder. Werfe Molotov! Da war, glaube ich, keiner. Oh, da ist aber einer. Einige der Bastarde tragen kugelsichere Westen. Oh ja, die haben sogar so eine Lebensanzeige. Aber selbst die sterben schnell. Ich kann Segir hören. Er deckt Esaidis Flucht. Weiter! Bitte nicht schießen! Der eine tut, der so sagt, bitte nicht schießen! Aber das ist auch so emotionslos. Gott, Savi, ich kann dir immer noch nicht vertrauen. So, dass sie auf einmal so, hey, wie cool ist. Schalte ihn aus! Ich vertraue dir noch nicht so ganz. Du das, Sevati? Es ist zu lange her. Komm raus, Segir. Ich habe was für dich. Segir? Du kannst nicht gewinnen. Wovon bin ich jetzt gestorben, Digga? Ist die Luft knapp geworden oder was? Schick mehr Männer! Wir müssen es Sandy schützen! Wo lang? Ach, da lang. Case, rück weiter vor! Ja. Segir ist hinter der Bar. Schalte ihn aus. Lass mich in Ruhe.
Bist du das, Sevati? Es ist zu lange her. Komm raus, Segir. Ich habe was für dich. Du kannst nicht gewinnen, Sevati. Das naja. Werden wir sehen. Oh, wie viel Leben hat er denn? Ihr seid unterlegen. Gut gemacht, Keks. Erledige noch mehr. Erschieß ihn. Ja, ich schieße auch schon die ganze Zeit auf ihn. Oh, scheiße, so wollte ich nicht hin. Fuck. Alter. Shit. Jetzt mal hier die Waffe mitnehmen. Schaltet sie aus! Alter, kann der nicht mal kurz chillen? Na endlich. Okay, bringen wir es zu Ende. Gute Arbeit, Segir. Jetzt fehlt nur noch das Alibi. Jemand muss die Polizei rufen. Ich bin einfach geil. Ich kann jeden töten. Wo ist der Saidi? Überprüf die Straße. Die Limousine kommt die Straße runter. Feuer! Kapi ihn. Easy. Schüttige ist halt die Stut. Guck mal, nochmal Teabaggen. Brennen der Hölle, Saidi. Bereit. Warte. Jetzt so. Du hast deinen Teil der Abmachung mehr als eingehalten, Case. Und Adler hatte recht. Die CIA könnte hinter Pantheon stecken. Hoffentlich liegt er bei deren Waffe falsch. Vielleicht solltest du mir mal deinen Unterschlupf zeigen. Case hat sich gemeldet. Sevati Dumas will sich uns im Turm anschließen. Eine von zwei. Ich kehre mit Felix Neumann aus München zurück. Neumann ist aus einem anderen Holz. Ein brutaler Stasi-Vollstrecker und Tech-Genie. War früher der CIA ein Dorn im Auge. Dann zeigte er der Stasi den Mittelfinger und lief nach Westdeutschland über. Neumann behauptet, Gewalt in seinem Leben sei Geschichte. Er ist nicht einmal mehr bewaffnet. Und trotzdem konnte er die Chance nicht ausschlagen, der CIA eins auszuwischen. Er wird bald die Gelegenheit dazu bekommen. Er wird versuchen, in Langleys Netzwerk einzudringen und herausfinden, wo sie Russell Adler festhalten.